Hallo, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu video lekciju za nemački jezik, vokabular sa primenom riječi za A2 nivo sa primjerima i objašnjenjima. Krećemo odmah. Riječ broj 1 za danas je anfangen. Anfangen je glagol i znači početi. Anfangen. Ima razvojni prefiks i nepravilan je. U kombinaciji razvojni prefiks i nepravilni glagol su obično najkomplikovaniji. Dakle, ako hoću da kažem ja počinjem sa poslom, reći ću ich fange mit der Arbeit an. I ok, nije toliko teško zato što je prvo lice i fangen, fange. Međutim, kada ti počinješ ili kada počinje film, znači kad koristimo drugo i treće lice, onda je glagol nepravilan. Kad počinje film, wann fängt der Film an. Wann fängt der Film an. Prefiks na kraju. A glagol ovde sa umlautom. Ich fange mit der Arbeit an. Počinjem sa poslom. Wann fängt der Film an. Kad počinje film. Film je već počeo. Der Film hat schon angefangen. Dakle, u perfektu G se ubaci između prefiksa i glagola. Angefangen. Angefangen. Počeo sa hat pomoćnim glagolom. Wann fängt der Film an? Pitanje. Wann fängt der Film an? Der Film hat schon angefangen. Der Film hat schon angefangen. Već je počeo. Anfangen je u vezi sa glagolom anfangen je imenica anfang. I anfang znači početak. Der Anfang, početak. Ok. Reč broj 3, glagol je sich fühlen. Sich fühlen, osjećati se dobro ili loše. Dakle, kako se osjećaš? Wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich heute? Ich fühle mich. Ako hoćemo da kažemo dobro, možemo koristiti wohl. Ich fühle mich wohl. Ili ich fühle mich schlecht. Wie fühlst du dich? Znači ovo sich je povratna zamenica, ovde je to dich. Kako se ti osjećaš? Ja se osjećam, onda je mich. Ich fühle mich wohl. Oder heute fühle ich mich schlecht. Loše se osjećam. Fühlen. Zatim, kaufen. Kaufen je kupiti. Kaufen, pravilan glagol. Uvek se uzima kao primer za promenu glagola, za perfekt, znači po svemu je pravilan. Šta znači pravilan? Pa to znači da kad ga menjamo u prezentu, dakle dodajemo samo nastavke za lica, a to su ich kaufe, du kaufst, er sie es kauft, wir kaufen, ihr kauft, sie kaufen. Ništa se ne menja u osnovi, dodajemo nastavke, a to su es, t, t, n, t, n. To su za prezent. I u perfektu, ja sam to dobio, znači menja se sa haben, dodajemo mu g, pa osnovu, pa t. I to znači da je pravilan jer ima g osnova plus t. G kauft, g vatet. Ok. Also, kaufst du Brot heute? Ich habe schon Brot gekauft. Već sam kupio. Zatim je imenica die Krankheit. Die Krankheit. Sve što su na hajt i kajt su ženskog roda. I die Krankheit je bolest. Znači od prideva, mislim pridev od imenice je krank, krank, bolestan, krankheit. Bolest,
Krankenhaus, bolnica, imamo i kranken švesta, medicinska sestra i tako dalje. Znači sve su tim, sa tom osnovom krank, krankenhaus, kranken švesta, krankheit, krank. Dobro, suprotno od krank, kad nisam krank, onda sam gesund, imenica, di gesundheit, opet na heit, krankheit, gesundheit, znači na heit su od ženskog roda. Die Gesundheit je zdravlje, gesund je zdrav. Die Krankheit, bolest, krank je bolest. Leute, die Leute su ljudi. Die Leute. Ljudi su, šta su ljudi? Die Leute sind sehr beschäftigt. Veoma zauzeti. Beschäftigt znači zauzet, kad imaš mnogo posla ili kad uopšte imaš nešto da radiš. Beschäftigt. Die Leute sind sehr beschäftigt. Zatim imamo reč nötig. Nötig znači neophodan. Nötig ili još jedna reč, a to je notwendig. Nötig oder notwendig. Also, das ist nicht nötig, to nije neophodno. Das ist nicht nötig. Oder das ist nötig, das ist notwendig. Du musst das machen, ti moraš to da uradiš, das ist notwendig. To je neophodno, das ist notwendig. Oder nein, du musst das nicht machen, das ist nicht nötig, das ist nicht notwendig. Nötig, notwendig. Und immer mal reč broj 13, a to je wichtig. Suprotno bi bilo unwichtig. Znači važno, nevažno. Das ist wichtig. Das ist wichtig. To je važno. Ist das wichtig? Da li je važno? Ist das wichtig? Ja, das ist sehr wichtig. To je veoma važno. Das ist sehr wichtig und das ist nötig und du musst es machen. Znači nötig, neophodno, wichtig, važno. I moraš to da uradiš. Nötig und wichtig. Wichtig. Gute Besserung. Gute Besserung je nešto što kažemo nekome koji je krank. Koji je bolestan, krank ili erkelte. To je prehlađen. Sich erkelten je prehladiti se. Ich habe mich erkältet oder ich bin erkältet ili ich bin krank. I onda nam neko kaže Gute Besserung. Znači, brzostreno. Gute Besserung. Ako si erkältet, prehlađen ili krank, bolest. Dobro. Anrufen je pozvati nekoga telefonom. Razmeni prefiks. Znači, wann rufst du mich an? Kad ćeš me pozvati? Wann rufst du mich, mene, an? Prefiks van rufst mich an. Prošlo vrijeme, ich habe dich angerufen. Zvao sam te. Ich habe dich angerufen. Kao kod onog gore što je bilo na početku. Angefangen. Znači, G se ubaci između prefiksa i glagola. Ich habe dich angerufen. Zvao sam te. Ili zvaću te kasnije. Ich rufe dich später an. Ich rufe dich später an. Zvaću te kasnije. Špitan. On je pravilan, ova osnova rufe, rufst, ruft, rufen, ruft, rufen. Ne minja se ništa u osnovi. Anstrengend. Anstrengend, kad je nešto anstrengend, jeste nešto što je naporno ili teško. I glagol sich anstrengen jeste naprezati se. Also, meine Arbeit ist sehr anstrengend und ich muss mich anstrengen. Znači, moj posao je anstrengend. Anstrengend znači težak, naporan. Anstrengend. Sich anstrengen je glago. Die Welt je svet.
die Welt, um die Welt, oko sveta. Reise um die Welt, put oko sveta, die Welt. Das sveta je vreme, i najčešće pitanje, is das sveta, bei dir, bei euch, kako je vreme kod vas? Wie ist das sveta bei euch? Uvijek ljudi zanima kako je vreme. Je pada kiša? Je li hladno? A ne znamo zapravo ni zašto nas to interesuje, jednostavno. Osim ok, ako namjeravamo da putujemo tamo, pa nas interesuje kako je vreme, ali evo. Ok, also wie ist das Wetter? Es ist schön, es ist schlecht, es ist kalt, es ist, znači, lepo, loše, hladno, toplo, sunčano, oblačno, vetrovito. Schön, lepo, schlecht, loše, kalt, hladno, warm, toplo, sonnig, sunčano, bewölkt, oblačno, windig, vetrovito. Und so weiter. Bald, znači uskoro, bald, ja obično kažemo bis bald, znači vraćam, vidimo se brzo. Bis bald, bis später. Bis bald. Ich komme bald. Wieder. Zum Beispiel, doći ću opet. Soon, na engleskom. Bald. Ich komme bald wieder. Ein bisschen je malo oder ein wenig. Nur ein bisschen. Nur ein wenig. Samo malo. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ein bisschen. Bringen je doneti. Pravilan je glagol, znači ich bringe dir ein glas Wasser. Donesim ti, doneću ti jednu čašu vode. Ich bringe dir ein glas Wasser. Hast du Durst? Jesi žedan? Hast du Durst? Ok. Ich bringe dir ein glas Wasser. Ich bringe dir ein glas Wasser. Er hat mir ein Geschenk gebracht. Doneo mi je poklon, dakle kao što vidimo ovaj bringen, ima neprimjeron. Ovo je particip. Ge je tu, ok. Ali nije gebringt, nego je gebracht. Gebracht. Znači. Was hat er dir gebracht? Er hat mir ein Geschenk gebracht. Doneo mi je poklon. Bringen, gebracht. Erholen je oporaviti se. Erholen, recimo ako je neko bio bolestan. Und jetzt muss er sich erholen. Ovo er se ne razdvaja do ovog holen, znači er nije razdvojeni prefiks, ide zajedno. Hast du dich erholt? Da li si se oporavio? Da li si se odmorio? Znači u nekom situacijama može da bude i sinonim za ausruhen. Ausruhen je odmoriti se, erholen, odmoriti se, oporaviti se, ali može značiti oporaviti se od neke bolesti. Znači nešto ozbiljnije. Also, hast du dich jetzt erholst? Jesi se oporavio? Bist du gesund? Bist du... Wie fühlst du dich? Fühlst du dich wohl? Da li se dobro osjećaš? Hast du dich erholt? Ausruhen je odmoriti se i ima prefiks. Znači, ich ruhe mich aus, odmaram se. Ich habe mich ausgeruht, odmorio sam se. Dakle, ovdje aus bacamo nazad, prefiks. Ich ruhe mich aus und ich habe mich ausgeruht. On je pravilan. Odmorio sam se, ich habe mich ausgeruht. Ili ich habe mich erholt. Oporavio sam se, erholt. Gestern je sljedeća reč. Gestern znači juče. Was hast du gestern gemacht? Was hast du gestern gekauft? Was hast du gestern gegessen? Was hast du gestern getrunken? Oder wen hast du gestern gesehen? Oder mit wem hast du gestern gesprochen? Znači sve što nam treba da bismo vežbali perfekt, odnosno prošlo vreme, znači uvijek možemo da stavimo gestern, juče sam i onda u perfektu. Pazite naravno kada je kretanje, onda nije haben nego sein, recimo wohin bist du gestern
gegangen? Bis sie Jason, wohin bist du gestern gegangen und was hast du gestern gekauft? Okay. Kaufen ist es haben, alle gehen, kretten ist es sein. Wohin bist du gestern gegangen? Was hast du gestern gekauft? Gestern an dem war schlecht, weiß noch das Pomenui, natürlich, das Wetter heute ist nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht schlecht. Schmecken je glagol koju koristimo kada hoćemo da kažemo da je nešto dobrog ili nije dobrog ukusa. Sve je nadalje u pitanju hrane ili piće. Also, das schmeckt gut. Ukusno je. Das schmeckt gut. Die Pizza schmeckt gut. Oder der Wein schmeckt gut. Oder nein, der Wein schmeckt nicht gut. Die Pizza schmeckt nicht gut. Znači, nije mi nešto, ne sviđa mi se. Es schmeckt gut, sviđa mi se u smislu. Dobrog je okusa, es schmeckt nicht gut, ne sviđa mi se, ne šmeka dobro. Nije dobrog šmeka, šmeke. Stark je jak. Suprotno je švah. Stark und švah. Jak i slab. Warten i čekati. Warten. Pravila ne ich warte, ali moramo da zapamtimo da uvek ide sa predlogom auf. Ich warte auf dich, čekam te. Ich warte auf dich. Ich warte auf den Bus, čekam autobus. Znači ide auf, pa ako zati. Ich warte auf den Bus. Ich warte auf dich. Prošlo vrijeme je pravila ne ich habe auf den Zug gewartet. Čekao sam. Ich habe auf den Zug gewartet. Gewartet. Wenig, ein wenig, das muss man nur nicht kaum malo, ein wenig. Sich bewegen. Sich bewegen, das znači kretati se. Ich bewege mich. Ich bewege mich. Nur ein wenig, znači samo se malo krećem. Ich soll mich mehr bewegen. Trebalo bi više da se krećem. Ich soll mich mehr bewegen. Ich bewege mich nur ein wenig. Ein wenig. Sich bewegen. Die Bewegung. Imenica. Kretanje. Bewegung. Ung. Imenica ženskog roda. Die Bewegung. Faulenzen je lenčariti. Ich mag faulenzen, ich mag nicht arbeiten. Schauen wir mal. Ajde, svako ponekad hoće da faulenzen. Znači, faul je suprotno od fleißig. Fleißig je vrijedan. Faul je lenj. I faulenzen je lenčariti. Faulenzen. Aufwachen je probuditi se. Aufwachen. Ich wache früh auf, budim se rano. Ich wache früh auf. I ich bin früh aufgewacht. Znači kad stavljamo u prošle vrijeme, u perfekt, kad koristimo bin, odnosno sein, pomoćni glagol, je li to promjena stanja, ja spavam pa se budim. Kao što ležim pa ustajem, aufstehen, također ide sa sein. Ich bin aufgestanden, ich bin früh aufgewacht. Rano sam se probudio. Ich bin früh aufgewacht. Sich ausziehen, ist skinuti se, sich anziehen je obući se. An i aus su razredni prefiks. Ich ziehe mich aus, skidam se, ich ziehe mich an, oblačim se. I pazite na particip, ausgezogen je i angezogen. Zogen je particip, znači ne prevedam. Ich habe mich ausgezogen, skinuo sam se, ich habe mich angezogen, obukao sam se. Sich anziehen, sich ausziehen. A present će biti ich ziehe mich aus. Skidam se, ich gehe ins Bett. Idem u krevet. Ich ziehe mich aus, skidam se, ich gehe ins Bett. Idem u krevet. Ili ich ziehe mich an, oblačim se, ich ziehe mich an,
Ich gehe zur Arbeit, ich nehme Post. Der Betrug nehme eine Post. Ich ziehe mich an, ich gehe zur Arbeit. Ich ziehe mich aus, ich gehe ins Bett. Okay, das ist alles für heute, Jungs.